Herzlich willkommen. Heute das war die Montag. Bärshow. Nein. Ja, wir können den Sachverhalt von gestern nochmal erklären. Das war blöd gelaufen, weil wir hatten schon ein 16-Minuten-Video und dann stand da irgendwas mit Verbindungsfehler, obwohl wir gar keinen Verbindungsfehler hatten. Und dann war es wieder weg. Dann war das Video leider weg und daher haben wir uns entschieden, vor lauter Frust gegen YouTube mal ein 12-Sekunden-Video hochzuladen. Ja, aber es soll euch nicht stören. Also soll euch nicht stören. Ihr habt ja ein Video. Ihr habt ja ein Video gesehen. Den könnt ihr ja 16 Minuten lang angucken. Das sind halt ein paar Klicks dann, ne? Ja. 12 Sekunden Videos. Naja, also, heute ist Sonntag, Montag, der Freitag, 5. Mai. Jo, Mai. Hä? Monat ist schon Juni. Was? Da fängt die WM an. Und die EM? Die ist doch nicht. Die ist doch nicht. Die ist schon 2 Jahre. Ach so. Wir hatten so eine schöne Rubrik in der Erdo-Bär-Show, die können wir eigentlich jetzt trotzdem noch nachmachen. Und zwar, Erd ist ein Journalist. Nicht schon wieder. Ja, das wird ja leider nie gezeigt, deswegen machen wir es jetzt nochmal. Och man. Und ich bin ein Jugendlicher von heutzutage. Viel Spaß. Hallo, Sie haben ein Buch veröffentlicht und ich möchte gerne ein bisschen was davon hören. Was willst du jetzt? Ein Buch. Du hast ein Buch geschrieben. Sie haben ein Buch geschrieben. Ich will davon hören. Ich kann's. Ey, für dich bin ich immer noch du. Okay. Du hast ein Buch geschrieben. Ich will davon hören. Warte mal schon kurz. Nein, ich hier nicht kurz. Jetzt. Nichts kurz. Ich hab meinen Termin, Mann. Ist eigentlich kurz. Ich hab einen Termin. Drückst du? Ich weiß. Ich muss nur was auf Facebook posten. Ich will's aber jetzt hören. Was du im Buch veröffentlicht hast. Willst du was hören? Okay. Ja. Was das für ein Penner neben mir. Ich find den doof. Ich will nicht über mich was hören, sondern über das Buch. Ich hab schon 4 Likes. Ja, übers Buch. Nein, über dich, weil du so blöd depp bist. Ich will aber vom Buch hören und nicht von mir. Was für ein Buch? Das, was du geschrieben hast. Harry Potter oder was? Ja. Ich hab nix Harry Potter geschrieben. Noch hast du. Ich poste. Dann poste. Das ist das Buch, dann poste mir das Buch. Und so, was ich dir gleich poste, ist was ins Gesicht. Mach. Ja, das wäre auf Stein gemauert. Also. Ich bin nicht aus Stein. Das gleiche haben wir dann nochmal umgekehrt gemacht. Ich habe Erd interviewt. Er ist ein Kind, ein Jugendlicher von heutzutage. 15 Jahre. Viel Spaß. Ja, neben mir. Achso, musst du erstmal. Ich muss erst wieder mal nachher greifen. Neben mir ist. Günni. Günni ist 15 Jahre alt. Hallo Günni. Hi. Günni, erzähl mal, wie geht's dir so? Günni? Was? Wie geht's dir? Gut. Schön. Günni? Was machst du da? Facebook. Ja, aber ich hab doch gerade ein Interview mit dir. Facebook. Günni? Du machst seit 5 Minuten nichts anderes als auf Facebook rumhängen. Ja? Ja, warum? Weil die nackt ist. Wie ist die nackt? Das Bild von Valujev, weißt du, der alte Russe. Das sehe ich auch so, das gefällt mir. Okay. Das war's, glaube ich. Ja. Am Freitag übrigens bei der Bärshow was ein bisschen Größeres. Das wollte ich nicht wissen. Ja. Was ist denn da? Eine Überraschung. Wow, Kinderüberraschung! Was war am 9. Mai 2012? Facebook. Da habe ich mit der Bärshow angefangen. Also es gibt 2 Jahre die Bärshow schon. Oh. Krasse lange Zeiten her. Ja. Gott. Und ihr seid immer dabei gewesen, ihr habt jedes Mal mitgeguckt. Hoffen wir doch zumindest, dass ihr jedes Mal dabei wart. Also ich habe jetzt noch nie geguckt. Ich auch nicht. Ich drehe es ja nur. Ja. Was, Andreas? Ich drehe es ja nur. Aber. Ich drehe es ja nur. Ich drehe ja nur das Ding. Ich bin weg. Nein, ich habe nichts Besseres zu tun, als die Bärshow zu drehen. Ich hatte noch ein Nebenprojekt, da können wir jetzt mal drüber reden. Ich hatte noch das Let's Bear. Das geht vielleicht irgendwann weiter, und zwar mit einem wunderschönen Spiel, das da drüben liegt. Das Ding heißt Bus-Simulator und es ist einfach ein Brüller. Ja.
wenn wir danach. Und es gibt vielleicht auch noch ein Let's Play zu Turbo Dismount, aber da müssen wir noch entscheiden. Und wir haben sowieso noch eins am Laufen, sozusagen. Ja, wir haben auch eins am Laufen, aber irgendwie kommen wir leider nicht zum Aufnehmen. Also wir kamen zum Aufnehmen, hat sich geklappt. Ja, wir haben es aufgenommen 2 Stunden lang. Wir waren schon 3 Kapitel weiter. Ja. Aber der Ton wollte nicht so. Ja, er war so leise. Obwohl ich total gebrüllt habe hier drüben. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da machen. Hast du schon eine Idee? Wahrscheinlich neu aufnehmen. Oder, also Folge 3 oder 4 oder sowas geht sogar. Da muss ich dich ein bisschen lauter stellen, dann passt es. Aber die ersten 2 Folgen... Okay. Dann müssen wir das Ding einfach komplett nochmal von vorne aufnehmen. Ja. Kein Problem. Müssen wir irgendwann die Tage machen oder Wochen oder Monate oder Jahre. Also zu spätestens zu Weihnachten werdet ihr die erste Folge davon sehen. Ja, und dann nur die erste und ein Jahr später die zweite. Genau. Zu Minecraft gibt's wie gesagt nur eins zu sagen. Wir schauen nochmal, dass wir vielleicht das weitermachen. Together oder was? Ja, ja. Okay. Ja, ich brauche halt wieder einen Server und Mods. Und ich brauche erstmal Minecraft wieder, weil ich... Ich auch. Ich hab's auch nicht mehr. Ist es Steam-powered? Was? Steam-powered? Nee. Nee, keine Ahnung. Ich musste erstmal wieder irgendwie das rüberschieben und noch keine Ahnung. Wieso das? Warum nicht? Du hast doch nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Auf dem Rechner hab ich's nicht mehr. Ach so, aber vor anderen. Ja, muss mal gucken. Sogar rüberschieben. Muss mal gucken. Aber was weiß ich, was so. Muss ich mal so ruhig haben. Ja, nicht spektakulär leider. Was nächsten Samstag auf euch zu, nächsten Sonntag auf euch zukommt, eventuell, ist wieder ein Erd vs. Bär. Juhu! Und zwar ein traumhaftes, traumahaftes vielleicht eher. Wir gucken Katzenvideos. Wie vorhin, und das ist ja, hat leider nicht so ganz gewollt, wie ich wollte. Und er wollte. Walde, ma. Auf jeden Fall haben wir dann ein 12-Sekunden-Video hochgeladen. Könnt ihr, was habe ich denn da für einen Punkt im Auge? Wo? Mein rechtes, mein linkes. Was ist das für ein Punkt? Aber das ist ein Bildschirm. Guck, wenn ich weggehe, ist auf der Nase. Seht ihr das auch? Ich weiß nicht, ob die es sehen. Weil es da unten was blau ist. Hä? Blum. Hä? Egal. Hä? Ja. Nächsten Sonntag dann die große Bärshow. Erd und versus Bär. XD Bärshow. Nächsten Freitag die große Bärshow. Jetzt wird echt Zeit, dass wir wieder Let's Plays auf dem Sender haben, weil ich finde, es fehlt einfach ein bisschen. Und die Bärshow. Ja, die Bärshow auch, die fehlt auch, ja. Ja. Ich habe sogar Fraps gefunden wieder. Ich auch. Ist auf dem anderen Rechner, müsste ich rüberziehen. Nur. Ich kann dir meins rüberziehen, neue Version. Hast du sogar schon? Ja. Cool. Okay, wie zieht man es rüber? Man zieht einfach dran. Weil ich hab's eigentlich schon gekauft. Nee, ich kann die auf USB-Stick. Irgendwie geht's nicht mehr, was? Ich geb's dir auf dem USB-Stick installieren, fertig. Du schickst mir einfach über Skype. Genau, ich hab kein Skype. Dann legt der Skype runter. Ich hab kein Skype. Ich hab mein Unterlagen. Nein, ich schick's einfach per WhatsApp. Keine Ahnung. Ja. Nee, keine Ahnung, ich bring dich einfach nächstes Mal mit. Ich wollte nämlich vielleicht dann heute Abend schon anfangen, deswegen muss ich mal gucken. Vielleicht zieh's einfach rüber vom anderen PC. Das geht auch. Werde ich wahrscheinlich machen. Ja. Ist zwar eine ältere Version, aber es macht sich glaube ich nichts. Richtig, und dann gebe ich einfach nächste Woche die neue. Gut, weil irgendwie geht die neueste Version bei mir noch nicht so ganz. Ich muss mal gucken, wie ich es da einstelle, richtig. Ja. Okay, gut, machen wir es so. Dann wird es die nächsten Tage, naja, nicht die nächsten Tage, aber die nächsten Wochen vielleicht irgendwann mal ein Let's Bear zum Thema Bus-Simulator geben. Yay! Oder zum Thema The Inner World. Yay! Oder zum Thema die Polizei. Yay! Oder zum Thema FIFA. Yeah, nein! Wird es wahrscheinlich nicht geben. Nee. Du kannst auch irgendwas auf der Wii aufnehmen, das ist ein bisschen doof. Wie willst du denn das machen? Da musst du Kabel anschließen. Sehe ich, also würde ich ein Kabel haben? Nee. Also. Da sind überhaupt keine Kabel. Hab ich nicht. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Nee, ich weiß es auch nicht. Also, es ist. Ja, du musst irgendwie, keine Ahnung, HDMI-Kabel an Dings anschließen und am Fernseher und dann irgendwie so aufnehmen. Also, ich habe keine Ahnung. Da gibt's sicher Guides auf YouTube. Guides. Guides.
Geiz ist geil. Ja. Ja. Da kann sie sich ja irgendwelche Tutorials angucken, aber ja. Nein. Ich muss mal gucken, wo der USB-Stick ist, dann mache ich das echt so. Dann werde ich diese Nacht verbringen mit dem Bus-Simulator. Yeah. Es macht so Spaß. Es wird übrigens nicht so viele Folgen haben, nicht dass ihr jetzt denkt. Vielleicht gibt es auch nur einen Let's Test, eine Folge, wer weiß. Oder einfach nur eine Folge Gas geben, die andere Folge fahren, die andere Folge halten. Es gibt. Ja. Es wird wahrscheinlich eine Folge geben, wo ich einfach in den Bus einsteige. Wir haben es vorhin schon mal angespielt, es ist ein Traum. Du brauchst jede Taste auf der Tastatur. Alter, der nimmt mir alles vorweg. Dann lohnt es sich nicht mal mehr, ein Let's Bear zu machen jetzt leider. Mann. Mach trotzdem eins. Weil es ist einfach so ein Traum. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns nachher dann. Bis dahin, euer Bär. Und euer Erd. Tschüss. Tschüss.